Duisburg ist eine sportliche Stadt, das haben wir gerade gesehen. Und das haben wir gestern Abend auch gesehen beim UEFA Cup der Frauen in der MSV Arena. FCR gegen Zvezda Perm, 1:1 das Spielergebnis. Aber das hat dem FCR ganz locker für den Titel gereicht. Und klar, dass die Stimmung da entsprechend gut war. Nach dem Spiel war nur noch Party angesagt. Aber auch schon Stunden vor dem Anpfiff herrschte prima Stimmung. Nach dem 6:0 Hinspielsieg war klar, da wird wohl nichts mehr schiefgehen. Hohe Erwartungen gab's trotzdem. Wie geht's denn aus heute? Was glaubst du? 6:0? 3:0 oder so. Ja, die Mannschaft heute richtig unterstützen. Darf einen 7:0 kriegen. Na, ich denke mal wieder 6:0. Auf geht's! Gut, das hat nicht ganz geklappt. Am Ende reichte ein 1:1 für den Gesamtsieg. Dass so ein Unentschieden reichen würde für den Triumph, wussten die Spielerinnen natürlich. Die Stimmung im Team war vor dem Anpfiff entsprechend gelassen. Das Spiel war dann doch nicht so gut, aber das interessierte niemanden mehr nach dem Abpfiff. Am allerwenigsten die glücklichen Siegerinnen. Jetzt ist das Ergebnis auch scheißegal. Steht mir gut, oder? Es könnte ein langes Wochenende werden, oder? Ja, das wird auf jeden Fall. Also heute fangen wir damit an und mal gucken, wie lange es geht. Schmeckt das Bierchen? Ich darf nicht trinken, ich muss noch Auto fahren. Nee, das ist nicht dein Ernst. Doch, leider. Wie kann das denn passieren? Ja, ich habe mich mal geopfert, Auto zu fahren für die anderen, weil die damals, wo ich noch keinen Führerschein hatte, sehr viel für mich gefahren sind. Da habe ich gesagt, ich opfer mich. 28.112 Fans waren live in der Arena dabei. Weltrekord. So viele Zuschauer hat es bei einem Frauenfußballspiel noch nie gegeben. Darunter auch etliche MSV Duisburg-Fans. Die bekommen sonst ja nicht so viele Erfolge zu sehen. Mit Schmerzen können wir mittlerweile gut umgehen, ne? Beim MSV. Musst du mein Geschlecht unterstützen, oder? Ich bin stolz auf diese Frauen. Diese Frauen, die für Duisburg spielen, die uns so toll vertreten in Europa. Das müssen wir unterstützen. Frauenfußball ist einfach besser als Männerfußball. Besonders gefragt bei den Fans die Top-Torschützin. Vielen, vielen Dank. Riesenerlebnis, Riesenfans. Ich würde mir natürlich wünschen, sie würden öfters kommen oder wir das Erlebnis mit denen teilen zu können. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Top Duisburg. Und weil es so schön war, ging die Party bis spät in die Nacht weiter.